Mit einem Schlag war sie also verfassungswidrig. Die Grundsteuer. Aber was ist denn jetzt da genau passiert und was ändert sich jetzt eigentlich für dich? Mein Name ist Roland Elias und herzlich willkommen zu Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Schon seit Jahren wurde immer wieder moniert, dass die Grundsteuer nicht mehr zeitgemäß sei. Jetzt hat heute am 10. April 2018 das Bundesverfassungsgericht sozusagen ein Machtwort gesprochen und kurzerhand die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Doch was ist da jetzt genau passiert? Also wenn man die Grundsteuer anschaut, muss man wissen, dass die Grundsteuer bisher auf Basis der sogenannten Einheitswerte berechnet wurde. Diese wurden zuletzt 1964 bzw. 1935 festgesetzt. Jetzt haben sich natürlich die Immobilienpreise in Deutschland weiterentwickelt und klar, wir befinden uns nicht mehr auf dem Niveau von 1964 oder 1935. Also musste eigentlich eine Änderung her. Jahrelang haben das sozusagen die Gesetzgeber dann vor sich hergeschoben und gesagt, ja, das passt schon alles und dann machen wir nichts. Doch jetzt heute hat, wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht entschieden, nein, die Grundsteuer verstößt mit der Bemessungsgrundlage gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Die Folge ist also, dass eine Änderung bis Ende 2019 erfolgen muss, ansonsten würde die Grundsteuer ganz einfach sterben, könnte man sagen. Das heißt, aktuell darf die Grundsteuer noch erhoben werden, muss aber natürlich jetzt dann sozusagen bis Ende 2019 reformiert werden. Jetzt ist es so, hier gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Die einen sagen, wir verwenden die ganz einfach Bodenrichtwerte, die ja auch von den Gemeinden sozusagen schon regelmäßig festgestellt werden und haben hier sozusagen einen Automatismus, der natürlich dann auch mit den Verkaufspreisen, die aktuell ganz einfach gehandelt werden, übereinstimmen. Die anderen sagen, wir müssen eine andere Berechnung heranziehen und hier kommt man zum Beispiel zu einem solchen Modell, wo es heißt 2 Cent für Grund und 20 Cent für sozusagen bebaute Wohnfläche, also hier dementsprechend umgerechnet nach den Quadratmetern. Jetzt ist natürlich so, was bedeutet das jetzt aktuell für dich? Für dich bedeutet es aktuell nichts. Als Mieter musst du weiterhin die Grundsteuer zahlen, wenn sie von deinem Vermieter umgelegt wird auf dich. Wenn du ein Grundstück im Betriebsvermögen hast, dann musst du natürlich auch hierfür weiterhin die Grundsteuer zahlen. Dies wird natürlich weiterhin vierteljährlich sozusagen von der Gemeinde abgebucht und dementsprechend aktuell ändert sich nichts. Doch dann ist natürlich die Frage, wohin geht der Weg eigentlich? Es gab ja schon mal einen ähnlichen Fall, denn die Grundsteuer ist ja auch eine Substanzsteuer. Da war es ja auch so damals, bei der Vermögensteuer wurde ja auch nichts geändert. Da waren ja auch die Bewertungen das Problem. Also geht man jetzt vielleicht sogar davon aus, dass die Grundsteuer ganz einfach sterben könnte. Auf der einen Seite ist es so, dass natürlich die Gemeinden von dieser Steuer erheblich profitieren, denn die Grundsteuer steht den Gemeinden zu. Wird zwar zum größten Teil auf Bundesebene geregelt, aber genauso wie bei der Gewerbesteuer setzen auch hier die Gemeinden die Hebesätze fest. Jetzt also hierzu sozusagen die Haupteinnahmequelle, eine der Haupteinnahmequellen der Gemeinden steht einfach hier sozusagen zum Diskurs und diese werden sich natürlich dieses Geld nicht wegnehmen lassen. Also wird man natürlich hier schon dazu übergehen, dass man eine Reform herbeibringt. Eine Möglichkeit, die aktuell in den Fachkreisen eher, nicht so bevorzugt bzw. nicht so realistisch ist, ist eine komplette Neubewertung. Denn man könnte theoretisch auch eine komplette Neubewertung vornehmen, wie es zum Beispiel auch schon 1964 bzw. 1935 durchgeführt worden ist. Jedoch haben da schon die Experten gesagt, das würde 10 Jahre dauern und würde natürlich dementsprechend auch Kosten verschlucken, weil natürlich alle 35 Millionen Grundstücke sozusagen in Deutschland neu bewertet werden müssen. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine Reform stattfinden. Wie diese am Ende aussieht, das weiß man erst, wenn es im Gesetz steht. Aber grundsätzlich gibt es, wie gesagt, zwei Modelle. Einmal anhand der Bodenrichtwerte und einmal anhand sozusagen Quadratmeterpreise. Da ist es natürlich so, jedes System hat Vor- und Nachteile. Das muss man, wie gesagt, dann erst beurteilen, wenn es soweit ist.
Für dich ändert sich natürlich jetzt grundsätzlich nichts. Es ist natürlich so, dass dann theoretisch, wenn nichts passiert, natürlich mit Ende 2019 die Grundsteuerbelastung für Mieter oder natürlich für Eigennutzer komplett wegfällt. Dementsprechend, das war jetzt so ein kleines News-Update heute vom 10.04.2018. Wie sich das Ganze entwickeln wird, das weiß keiner. Mein Name ist Roland Elias und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.